Zack, bumm, da sind wir wieder mit einem neuen Teil Let's Retro Loom. Wir sind bei den Schmieden. Rusty ist tot. Und wir gehen mal gucken, was die anderen so machen. Das wird ein gefährliches Schwert, wenn er mit den Hämmern fertig ist. Wenn er mit der Hämmerei fertig ist. Könnte man es denn vernichten? Man versteht die beiden noch nicht. Naja, wir könnten es mal damit versuchen. Es ist zu laut. Ah, tricky. Die letzte Klingel wird geschärft, noch während wir reden, Eminenz. Mein bester Klingenschärfer kümmert sich persönlich darum. Dann ist dies ein historischer Augenblick, Obmann Nailbender. Das Schmieden des 10.000. Schwerts beendet unsere Vorbereitungen. Wie geht das Schärfen voran, Edgewise? Dieses Metall hat seinen Stolz, Obmann. Es lässt sich nicht leicht formen. Mein Schweiß wird es erweichen, nehme ich an. Mehr Schweiß wird es erweichen, nehme ich an. Vor dieser Klinge werden die Götter schaudern. Ja, so. Das hat so einen apokalyptischen Beigeschmack. Ja, ich möchte das immer noch. DEFC. DEFC. Immer noch zu laut. Jetzt. Stärkere Schlagen könnte deine Arbeit verkürzen. Unser spendabler Kunde wird ungeduldig. Obmann, welch Teufelswerk ist das? Ein Hexenfluch hat die Klinge befallen. Die Schneide hat sich total verdreht. Ein Fluch, Edgewise? Ich glaube nicht. Ich fände es gar nicht gut, wenn ein Fluch meinen Zeitplan durcheinander brächte. Glaubst du nicht auch, dass der Knabe, der uns nachspioniert, etwas damit zu tun hat? Vielleicht würde er mich gerne mit zu meiner Kathedrale begleiten. Nein! Nein, will er nicht! Ich habe ein paar neue Flüche für ihn. Ich darf mich kurz vorstellen. Ich bin Bischof Mandible, transultimativer Apostel der antisäkulären Konklave der Kleriker. Muss ich jetzt niederknien oder so? Ruhe, Gefangener! Mein Assistent. Cobb. Dein Gewand und der Stab verraten deine Herkunft. Ich studiere die Lehre deiner Gilde auf der Universität. Es ist lange her, seit ein Weber jenen Felsbrocken verließ, den ihr als Heimat gewählt habt. Loom. Ziemlich weltfremd. Ich frage mich nur, warum du ihn gerade jetzt verlassen hast. Meine Eminenz hat dich was gefragt. Ich weiß, und ich habe es ignoriert.
Ach, auch noch widerspenstig. Soll ich die Werkzeuge der Überredung holen, Eminenz? Vergib die Feindseligkeiten meines Helfers. Ich fürchte, Cobb ist nicht der Hellste. Er ahnt nicht mal, wie gefährlich ein Weber sein kann. Gefährlich? Wer? Glaubst du, dass dein Eisenkäfig den Jungen gefangen halten kann? Er könnte ihn öffnen, auch ohne nur einen Finger zu rühren. Aber Eminenz, ich prüfe ihn zum Ersatz doch jeden Dienstag. Sieh zu und lerne, mein Diener. Gerade jetzt plant er schon die Flucht. Ja, das stimmt. ICID. Siehst du, Cobb? Ein trügerischer Haufen, diese Weber. Zack, Stab weg. Zum Glück sind sie ohne ihre Stäbe ziemlich hilflos. Geben Sie mir den zurück! Du wagst es, deine Stimme gegen deine Eminenz zu erheben. Aber, Cobb, wir dürfen nicht so unhöflich zu unserem Gast sein. Nicht, nachdem er so nett war, uns dieses großartige Geschenk zu bringen. Mandible, dieser Stab wird dir niemals gehorchen. Du hast Unrecht, mein arroganter junger Freund. Komm mit, ich zeig dir, warum. Du hast den Erleuchteten gehört. Beweg dich! In einem Friedhof ist die Grenze zwischen Lebenden und den Toten undeutlich. Ihr Weber würdet sagen, dass das Gewebe hier hauchdünn und zerbrechlich ist. Nicht nur hier, das ist in jedem Friedhof so. Das habe ich vermutet. Nun stell dir vor, was passiert, wenn diese Grenze durchbrochen wird. Sozusagen aufgerissen. Vergessen Sie es, Mandible! Sie können das Gewebe nicht wie einen alten Teppich zerreißen. Aber ich kann es doch. Ich brauche nur den Stab eines Webers für die 4 Noten eines Öffnungsspruchs. Danke, du hast mir beides zur Verfügung gestellt. Ist die Grenze durchbrochen, kommen die Toten in diese Welt zurück, um sich ihre Plätze unter uns zu sichern. Ich werde sie erwarten und ihnen meine große Erfahrung als geistiger Führer anbieten. Ich werde über eine riesige Zahl ruheloser Schatten regieren. Unsterblich, unbesiegbar, eine Armee der Toten mit mir als Oberbefehlshaber. Du bist ein Vollidiot, darf ich das mal so erwähnen? Eine Armee gespeist mit dem Fleisch der Schäfer. Bewaffnet mit den Schwertern der Schmiede. Geleitet von der Kristallkugel der Glasmacher. Ich war vorbereitet, die Toten auf andere Art zu erwecken. Doch dann brachten die Glasmacher die Kristallkugel. Sie prophezeite deine Ankunft. Jetzt zeigt sie mir, wie die Schmiede das Schwert reparieren, das du beschädigt hast. Das Zeitalter der Kleriker bricht in Kürze an. Cobb, lass sie nicht aus den Augen. Lord Mandible, Herrscher des Universums!
Ich sollte mal auf Briefpapier drucken lassen. Ich sollte schon mal Briefpapier drucken lassen. Jetzt bist du nicht mehr so gefährlich, was? Gucken wir doch auch mal da rein. Bleib ja weg davon. Hörst du? Seine Eminenz hat gesagt, nichts anfassen. Ich wollte auch nichts anfassen, nur hineinsehen, das ist alles. Nur hineinsehen, wie? Ich schlage dir ein Geschäft vor. Ich lasse dich in die Kugel sehen, wenn du mich etwas sehen lässt. Was genau meinen Sie damit? Legenden sagen, es heißt Tod, ein Weber ohne Kapuze zu sehen. Selbstverständlich geben mir Kleriker nichts auf solche Gerüchte, aber ich bin neugierig. Ich lass dich in die Kugel gucken, wenn du deine Kapuze abnimmst. Angenommen? An deiner Stelle würde ich das nicht tun. Warum nicht? Ist da nichts unter der Kapuze, das ich fürchten sollte? Wenn du nichts fürchtest, dann solltest du die Finger von mir lassen. Ah, ein Rätsel. Ich mag Rätsel. Lass uns dieses kleine Rätsel ein für alle Mal beantworten. Narren. Wie soll ich bei dem Geschrei die Toten erwecken? Laien. Nichts als Laien. Ich habe ihn immerhin gewarnt. So. Ja, das kennen wir ja schon. Aha. Essen. Feder. Oh nein, Hatchel wird doch nicht sterben. Nein. Ja, okay. Cobb ist anscheinend etwas unvorsichtig geworden. Egal, du kommst gerade recht, um den Anbruch einer neuen Ära zu beobachten. Sie wissen gar nicht, was sie anrichten, Mandible. Das Gewebe ist hier schon ausgeleiert. Wenn sie jetzt ein Loch hineinreißen... Erspar mir deine Webermystik. Die Toten sollen die Lebenden nie mehr beneiden. Das ist mein Spruch. Wow. Es muss alles in 50 Meilen Entfernung geöffnet haben. Inklusive der Augen der Toten. Siehe. Ich habe dabei ein ziemlich schlechtes Gefühl. Wer wagt es, den Frieden zu stören, derer, die schlafen? Seid gegrüßt, edler Geist. Ich bin Bischof Mandible, transultimativer Apostel der antisäkulären Konklave der Kleriker. Wen habe ich die Ehre zu beschwören? Ich bin Chaos. Komm mit mir. Ich sehe, es ist viel zu lange her, seit ich das letzte Mal hier war.
Ja, Mensch, Mandible, du alter Haudegen. Ich kann einfach nicht auf das Ding aufpassen. Oh je. Ist fies weg. Oh je. Au Backe. Schließen, ne? Hier. Erstmal hier einen Riss zu machen. Wenn wir schon im Jenseits sind, ne? Aber wie es weitergeht, das sehen wir dann im nächsten Teil. Let's Retro Loom. Tschü tschü.